Hi und willkommen zum neuen Video. Ja, ich wollte heute einfach mal ein bisschen hierher sitzen und einfach mal kurz reden über das, was gerade abgeht, so ein bisschen. Ihr lest es wahrscheinlich schon im Titel, es ist vorbei, ja. Ich fange mal so an, Melina hat ja zum Beispiel ein Video darüber gemacht, dass die Klicks einbrechen und ganz, ganz viele andere YouTuber haben sich ein bisschen beschwert, so hey, YouTube macht die Klicks runter, YouTube, da stimmt irgendwas nicht, man kriegt die Abos, bla, die Videos werden nicht mehr in der Abo-Box angezeigt, etc. Und ich habe das ja schon seit längerer Zeit so ein bisschen mitverfolgt. Wenn ihr seht, ich habe jetzt, wenn ich mal wirklich ganz grafisch werde, ich habe 6100 Abonnenten davon schaut, wenn wir uns die letzten drei Videos anschauen, schauen vielleicht 200 Leute nicht mal die Videos an. Das ist natürlich für einen selber schon sehr, ja, ein bisschen deprimierend. Ich habe das auch schon sehr oft angesprochen, deswegen will ich es noch nicht noch mehr ansprechen. Ich habe am Anfang sehr oft die Fehler bei mir gesucht, so hey, was mache ich falsch? Ich setze mich so viele Stunden an die Videos und es guckt halt einfach keiner. Was mache ich falsch? Muss ich reißerische Titel nehmen? Muss ich mehr auf Clickbaiting machen? Ich weiß es nicht. Klar, jemand, der eine Million Abonnenten hat oder so, da geht es halt von den Millionen Klicks auf die 700.000 Klicks oder so. Bei mir ist es halt dann so, bei mir geht es auf meine 1000 Klicks auf vielleicht, ja, jetzt knapp 200 Klicks, was halt super schade ist. Am Anfang habe ich den Fehler eher bei mir selber gesucht, mittlerweile weiß ich, okay, liegt nicht nur an mir, ist auch ein bisschen an YouTube. Aber ja, diese ganzen Asia-Wochen, die sind jetzt vorbei, also ich wollte euch da einfach mitnehmen, aber ja, das ist jetzt so ein Kapitel auf meinem Kanal, so die Asia-Wochen, die sind jetzt einfach vorbei, die waren jetzt lange genug da, ich habe zwischendurch mal irgendwas anderes gemacht und jetzt kehrt wieder so ein bisschen was anderes auf dem Kanal ein. Ich habe mir gedacht, ich habe es auch auf YouNow, ich streame übrigens in letzter Zeit relativ oft auf YouNow, also schaut mal bei Twitter und Snapchat, da verlinke ich das meistens so am meisten, dass ich das mache. Also wenn ihr die Livestreams nicht verpassen wollt, dann kann ich euch echt empfehlen, Twitter zu folgen und die Notifications aktivieren und Snapchat, also da kriegt ihr es am meisten mit. Links sind unten in der Infobox oder ich verlinke es euch auch nochmal hierhin. Auf jeden Fall, ja, zwei neue Formate und für eines brauche ich euch, beziehungsweise eure Fragen, weil ich habe mir gedacht, ich möchte ein bisschen reden mit euch, ich möchte mehr mit euch so wieder kommunizieren und eure Fragen beantworten. Also ich weiß ja gerade so, im Freundeskreis reden wir halt jetzt gerade viel über Thema Liebe, Thema Freundin, Thema Freund und solche Sachen halt einfach. Da geht es dann um so Fragen so, bin ich verliebt, was tun, wenn ich verliebt bin, was tun gegen Liebeskummer? Gibt es die große Liebe ein zweites Mal oder keine Ahnung, was ist, wenn der Altersunterschied so groß ist, was tun oder ja, eine Freundin hat es, jemand, der mega alt ist, in Anführungszeichen, wie ist meine Meinung dazu oder einfach meine Gedanken. Das ist halt so, das mache ich auch super gern mit meinen Freunden, also ich versuche da wirklich immer so Tipps und Raten zu geben oder halt einfach meine Meinung zu sagen und dann weiß man immer so, okay, das denkt der darüber, was denke ich darüber und passt es oder denke ich jetzt ganz anders. Ich bin ein sehr offener Mensch, das heißt, ich toleriere halt extrem viel. Und ich finde das halt auch wichtig, weil man muss sich immer so ein bisschen reinversetzen in die andere Person. Und ja, deswegen fände ich das irgendwie ganz cool, das hier auf YouTube so ein bisschen zu machen. Also schreibt wirklich gerne so alles, was das Thema Beziehung und sowas angeht, in die Kommentare eure Fragen. Wenn ihr im nächsten Video mit dabei sein wollt, dann kriegt ihr das nämlich auch so eingescreenshottet. Das ist auf jeden Fall ein Format, das ich machen möchte bei mir auf dem Kanal. Und ja, ansonsten, ich will noch einen regelmäßigen Upload-Tag machen. Ich weiß noch nicht genau welchen, aber ich schreibe den hier hin, wenn ich es schon weiß. Einfach um eine gewisse Regelmäßigkeit endlich in den Kanal reinzubringen nach 3 Jahren. Dass ihr halt auch einfach wisst, hey, es kommt da und da ein Video. Ja, weil dann wisst ihr auch Bescheid, auch wenn ihr kein Video in der Abo-Box habt, so hey, und ihr wollt es anschauen, dann kriegt es vielleicht auf Twitter mit, aber vielleicht auch nicht. Oder dann wisst ihr, hey, ich gucke einfach mal so beim Kanal vorbei. Ganz, ganz viele haben die letzten Videos einfach gar nicht erst gesehen. Und es ist halt einfach super schade. Das war es eigentlich schon auch mit dem Video, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, es war jetzt nicht sehr happy und nicht sehr wow. Es war jetzt einfach nur, meine Gedanken so ein bisschen loszuwerden. Und klar, ihr seht dann natürlich auch mal eine andere Seite von mir. Aber ich finde, das ist auch ganz wichtig. Und ja, ich will einfach so ein bisschen in so eine andere Richtung gehen. Ihr werdet auch demnächst eine Boy-to-Woman oder eine sehr extreme Verwandlung auf meinem Kanal sehen. Also da könnt ihr euch auch gespannt sein. Aber ich muss es noch schneiden und es dauert ein bisschen. Ansonsten, wenn euch die Themen interessieren, klickt gerne auf den Abonnier-Button oder ein Like. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Und falls ihr die Tokyo-Vlogs noch nicht gesehen habt, sehr gerne anschauen. Okay. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Habt viel Spaß und macht was Gutes aus der Welt. Bis dann. Ciao.